auch von meiner Seite herzlich willkommen hier in Weilheim. Und ich habe es gerade zum Rüdiger gesagt, wunderbar, dass ich hier so auf so einer Malerrüstung stehen kann. Das habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht, also das passt eigentlich voll zu mir. Ich freue mich, die Sonne geht auf, blauer Himmel, super, nur wenige Schreihälse. Also eigentlich ein schöner Tag, um hier mal eine schöne Demonstration durchführen zu können. Und ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid, dass ihr alle gekommen seid. Ich bin auch stolz, hier sprechen zu dürfen. Denn ihr seid ja auch stolz, stolz auf unser Deutschland. Und auch ihr, die die Werte Vaterlandsliebe, Freiheit, Nation und Gerechtigkeit lieben, ich mache mal das Mikrofon raus, dass ihr diese Werte auch liebt und dass ihr diese Werte auch wollt, das finde ich toll. Und deshalb macht es auch besonders Spaß, hier an der frischen Luft zu sprechen. Ja, und unser Wahlkampfslogan hat ja schon die Gerrit sehr gut hier auch in ihrer Rede zum Ausdruck gebracht, Deutschland aber normal. Genau das ist das, was wir wollen. Wir wollen wieder die Normalität in diesem Land, die wir schon lange vermissen, die wir lange brauchen. Und dafür machen wir Wahlkampf, dafür kämpfen wir. Und ich freue mich, dass ihr uns dabei unterstützt. Und deswegen bin ich auch absolut zuversichtlich, dass wir am 26. September auch hier in Bayern ein super Ergebnis schaffen werden, liebe Freunde. Ja, und dann schauen wir uns mal an, was noch normal ist. Denn normal, das gibt es ja bei uns anscheinend auch kaum noch. Unsere Regierenden und ihre Ideen haben nicht mehr das Wohl unseres Landes im Mittelpunkt. Sie lernen anscheinend auch nicht aus ihren Fehlern. Würde man sonst, wie aktuell schon wieder sehenden Auges, die nächste Migrationskrise hineinsteuern? Liebe Landsleute, gerade nach dem Abzug der westlichen Truppen aus dem Afghanistan beginnt die nächste Migrationswelle Richtung Europa sich zu bewegen. Und die westlichen Demokratien wollten unsere Ideen eine Region bringen, die dafür nicht bereit ist oder vielmehr vielleicht nie bereit war. Und wir sehen es aktuell dort, dass man dort versucht, Krieg mit neuem Krieg zu bekämpfen. Oder wie wir im eigenen Land sehen, der Kampf der Ideologien, auch hier bleibt erfolglos, liebe Freunde. Und wir, die westliche Gemeinschaft, so ehrlich müssen wir auch zu uns sein, sind auch dort krachend gescheitert. Und nun sind es ausgerechnet wieder wir, Deutschland. Und nicht die USA, die eigentlich die Hauptverantwortung da trägt, die mit den Folgen dieser Bevölkerungswanderung zurechtkommen muss. Und deswegen müssen wir prüfen, ob Grenzschutz und Abweisung nötig ist, ob das Asylrecht auszusetzen ist oder ob die geltende Rechtslage dazu ausreicht. Und da müssen wir uns auch ehrlich machen und uns auch hier sagen, geht nicht, gibt's nicht. Aber natürlich brauchen wir auch hier langfristig Lösungen dafür, wie andere europäische Staaten das im Übrigen machen, wie zum Beispiel Dänemark. Dänemark hat im Juni ein Gesetz verabschiedet, wonach Asylsuchende ohne Verfahren in Asylzentren in Drittstaaten abgeschoben werden und die dort auf die Bearbeitung ihres Antrages warten. Bei positivem Bescheid bleibt der Asylant im Drittstaat oder wird in ein UN-Flüchtlingslager verlegt. Und genau das ist das Ziel, und da könnt ihr da hinten mal schön zuhören, des sozialdemokratischen Dänemarks. Null Asyl oder null Asylbewerber in Dänemark. Und genau das ist auch unser Ziel, liebe Freunde. Ja, und auch Österreich, der nächste europäische Staat, hat mittlerweile schon Sympathien dafür bekundet. Und wir können als führende europäische Kraft dem uns auch nicht verschließen, nur weil unser Asylrecht anders konstruiert ist. Und deswegen, das Asylmodell der Alternative für Deutschland ist nämlich ähnlich. Und ich beziehe mich hier auf unser Wahlprogramm, denn wir fordern zum Beispiel, den Leuten als allererstes in der Heimatregion zu helfen. Zweitens, Schutz und Asylzentren in sicheren Drittstaaten unter UN- oder EU-Mandat zu stellen, wo über diesen Antrag entschieden wird. Und die Rückgabe der Kompetenz für Asylgesetzgebung muss von der EU wieder auf die Nationalstaaten zurückgeführt werden. Wir wollen in Deutschland selbst entscheiden, wer kommen kann, wer bleiben darf. Nicht die EU, liebe Freunde. Denn für uns steht fest, 2015 darf sich eben nicht wiederholen. Denn wenn jetzt Tausende und Hunderttausende Asylsuchende aus Afghanistan kommen, bedeutet das auch eine Gefahr für Sicherheit und Wohlstand der Bevölkerung und schürt noch dazu innere Konflikte in Deutschland und Europa. Und politisch, sozial und human wäre es nämlich auch, als Weltgemeinschaft gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und den Menschen dort zu helfen, wo sie zu Hause sind und wo Unterstützung gebraucht wird, nämlich in unmittelbarer Nähe ihrer Heimat.
Ja, liebe Freunde, jeder hat eine Heimat und verbindet auch mit ihr etwas. Heimat ist Ort der Herkunft, Ort der Gemeinschaft. Sie ist auch Teil der sprachlichen und kulturellen Identität. Ich bin selbst Handwerksmeister, komme aus der Lausitz. Ich bin mit meiner Heimat in meiner Region verwurzelt. Ich habe Kontakt zu unseren Mitmenschen und auch zu unseren Mitbürgern. Ich bin geerdet und ich weiß ganz genau, was die Erden, was die Menschen auch bewegt, was die Bürger bewegt, genauso wie es die Ingrid gerade gesagt hat. Auch sie weiß das, denn auch sie ist geerdet und hat in ihrem früheren Leben schon viel gearbeitet. Und das weiß nämlich auch aktuell das politische Berlin, das Personal in diesem Paralleluniversum schon lange nicht mehr. Und deswegen sind wir, die Alternative für Deutschland, am 26. September auch die einzige Partei, die wirklich noch die Interessen der arbeitenden Bevölkerung vertritt. Für diejenigen 15 bis 20 Millionen Menschen, die in diesem Land noch wertschöpfend überhaupt was leisten, liebe Freunde. Ja, und ich will euch sagen, ich bin in großer Sorge über den Zustand und auch die Zukunft unserer Heimat, unseres Vaterlandes. Es ist nämlich unser Land, es ist unser Land, in dem wir leben, in dem wir arbeiten. Es ist unser Land, was von vielen Seiten bedroht ist, im Innern genauso wie von außen. Bedroht aber auch vor allem von Politikern, den sogenannten Regierenden, den politischen Eliten. Das aktuelle Beispiel des Regierungsversagens unter Angela Merkel ist die erneute Verlängerung der epidemischen Notlage. Und auch hier in Bayern habt ihr ja jemanden, der sich diesem Kurs voll anschließt. Und genau diese hat ja die GroKo erst am 25. August im Parlament erneut durchgeboxt. Übrigens ging die komplette Verweigerung der gesamten Opposition im Deutschen Bundestag nur noch haarscharf. Und auch das passierte wieder mit diesem großen Widerstand. Und nicht nur das. Wenn ich die Rede vom Bundesgesundheitsminister Spahn an diesem Tag gehört habe, dann ist es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Denn er sagte dort wörtlich, wir impfen Deutschland zurück in die Freiheit. Und diesen Satz muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt stellt euch vor, ein AfD-Politiker hätte das in anderen Kontexten in irgendeiner Weise erwähnt. Da wäre der Verfassungsschutz sofort auf uns losgehetzt worden. Was hier passiert, hat mit Demokratie nichts mehr zu tun, liebe Freunde. Und was erleben wir dabei? Die Regierenden im Bund und Ländern üben immer stärker auch indirekten Impfzwang aus auf gesunde Bürger. Die skandalöse und chaotischen Vorgehensweise in Berlin mit 2G bedeutet den faktischen Ausschluss der Kinder unter 12, die mit ihren Eltern zusammen zum Beispiel ins Restaurant gehen wollen oder auf eine Veranstaltung. Erst nach massiven Protesten wurde es zurückgenommen. Ein Hin und Her, ein Hü und Hot. Die Politik bietet ein erbärmliches Schauspiel von Inkompetenz und Ignoranz und Kinderfeindlichkeit vor allem. Und wie so oft bei den Corona-Maßnahmen ging es auch hier Schlag auf Schlag. Kaum haben die Bürger zum ersten Mal von 2G gehört überhaupt, ist die Regel auch schon wieder geltende Rechtslage. Kaum eine Fehleinschränkung für gesunde Bürger erscheint eigentlich noch kategorisch ausgeschlossen. Aber auf welcher Grundlage eigentlich? In der Vergangenheit wurde über die Angabe belegter Intensivbetten geschummelt. In der Inzidenzwert hat sich als unzuverlässig und stark abhängig von der Ausweitung der Tests erwiesen. Und deswegen die Frage, können sich die Bürger diesmal wirklich darauf verlassen, dass bei der Hospitalisierungsrate alles wirklich akkurat zugeht? Dass nur Corona-Intensivpatienten gezählt werden und nicht die Patienten mit positiven Tests? Deswegen, die Bürger haben nach den Erfahrungen der letzten Monate alle Grund auch der Skepsis. Ein Beispiel. Am 3. September hatten sich zum Beispiel 380 Geimpfte und Genesene in Münster zu einer Party unter 2G-Bedingungen versammelt. Und genau mindestens 72 Besucher der Party haben sich trotzdem mit Corona angesteckt. Also welche Sicherheit bietet dieses 2G überhaupt? Das muss man noch fragen und hinterfragen. Oder weiter. Nächstes Beispiel. Am 10. September meldet das Robert-Koch-Institut rund 31.000 Impfdurchbrüche. Auch übrigens ein interessantes Wort. Also vor einem Jahr habe ich das Wort Impfdurchbruch noch nie gehört. Also Corona-Erkrankungen, die trotzdem, trotz doppelter Impfung an Corona erkrankt sind. Unsere Position, liebe Freunde, ist dabei ganz klar. Wer sich mit einer Impfung schützen will, der kann sich weiter impfen lassen. Diese Entscheidung muss in der Hand einer jeden Person aber bleiben. Freiheitsrechte sind individuelle Rechte und auch nicht verhandelbar, liebe Freunde. Und was für mich
Und was für mich als dreifacher Familienvater noch viel wichtiger ist, auch was unsere Kinder angeht, um das hier nochmal klar zu sagen. Eine verpflichtende Corona-Impfung bei Kindern darf es nicht geben. Hände weg von unseren Kindern, liebe Freunde. Nächstes Beispiel ist die Bedrohung unserer Gesellschaft, unseres Staatswesens, unseres Deutschlands durch die verantwortungslose Europapolitik. Und ich will einige Worte hier auch zu Deutschlands Rolle in Europa und unseren Ideen und Vorstellungen für ein neues Europa, für ein Europa der Nationen und der Vaterländer sagen. Wie wir alle nun schon lange wissen, führt die Euro-Dauerrettung zur massiven Verschuldung Europas und entwertet weiter unser Geld. Jeder erlebt das, jeder, der weiß, wenn er noch ein paar Euros auf der Bank hat, auf dem Konto hat, weiß nicht, was eigentlich mit dem Geld passiert. Noch dazu, wenn ich mir die aktuelle Inflationsrate in Deutschland gerade anschaue. So schnell geht das Batteriewechseln. Ja, wie sieht denn die aktuelle Entwicklung in Deutschland mittlerweile aus? Auch das müssen wir uns mal anschauen. Kaufkraftverlust, steigende Preise, sinkende Löhne und der drohende Abstieg unserer Wirtschaft sind mittlerweile die Folgen. Die EU-Bürokratie erstickt mit ihren Reglementierungen und schädigt mit ständig neuen und wirtschaftlichen Vorschriften und Auflagen besonders unsere Mittelständler und unsere Handwerker. Und deswegen sagen wir ganz klar, Deutschland kann nicht permanent die Schulden anderer Länder übernehmen. Das ist auch ein Bruch der aktuellen EU-Verträge, liebe Freunde. Und auch hier ist unsere Forderung klar. Ein totes Pferd kann man eben nicht ewig reiten. Man muss von diesen auch mal absteigen. Eine Europäische Union kann nicht die Abkehr von nationalen Ideen und Konzepten bedeuten. Sie sollte einen Rahmen für Gestaltung nach innen und einen gemeinsamen Schutz auch nach außen bilden. Und deswegen, liebe Freunde, um es hier nochmal klar zu sagen, wir wollen den souveränen, demokratischen Nationalstaat. Wir wollen ein Europa der Nationalstaaten. Wir wollen eine neue, zukunftsfähige Staaten-, Wirtschafts- und Interessengemeinschaft von eigenständigen, souveränen Staaten in Europa. Wir wollen ein Europa der souveränen Zusammenarbeit und kein Europa der einseitigen Abhängigkeiten. Wir sagen deswegen ganz klar als Alternative für Deutschland Ja zu Europa, aber Nein zu dieser EU. Ja, und ich will es einmal nochmal deutlich benennen. Wir stehen vor einer Schicksalswahl, genauso wie schon 2017. Nach 16 Jahren Merkel-Kanzlerschaft wünschen sich mehr als 6 von 10 Bundesbürgern in diesem Land einen Politikwechsel. Einen Wechsel der Bundesregierung laut aktueller Umfrage der Bertelsmann-Stiftung. Die bleierne und erlebende Zeit des Stillstandes muss endlich ein Ende haben. Auch das haben wir die letzten Jahre erlebt. Es gibt keine Reformen mehr in diesem Land. Alles ist liegen geblieben. Und genau das muss sich auch am 26. September ändern in Ihrer Entscheidung, wenn Sie die Alternative für Deutschland wählen. Denn wir machen Druck auf diese Regierung, egal welche Regierung die nächste sein wird. Und genau das ist auch unsere Leistung, denn wir stechen mit dieser Spitzennadel in diesen Luftballon, auch in diesen Luftballon der Medien. Wie man zum Beispiel die grünen Spitzenkandidatin beispielsweise ist ja mittlerweile von den Medien als Wundertäterin hochsterilisiert worden. Wir wissen, sie ist nichts anderes als eine Wundertüte. Die wahnwitzige Forderung von dieser Frau, alle kommenden Flüchtlinge bei uns aufzunehmen, ist ja nur eines von vielen Beispielen. Aber liebe Landsleute, das andere politische Personal ist leider in Berlin auch nicht besser. Es wird immer deutlicher, dass Grundrechte anscheinend bald nur noch an Geimpfte vergeben werden. Und da fragt man sich wirklich, ob die hier wirklich in diesem Land mittlerweile alle durchdrehen. Denn der freiheitlich-demokratische Kompass ist diesen Leuten endgültig verloren gegangen, liebe Freunde. Und was erleben wir? Wir erleben, dass diese Politiker ihre perfiden Ziele mit verantwortungsloser Politik, diese Ja-Sager mit Angst und Panikmache nur noch erreichen. Die überlebenswichtigen Themen der Naturschutz und dieser Wunsch nach guter Luft und sauberem Wasser, was wir alle haben, das will ich ganz klar sagen, wurde in eine kollektive Angstreligion umgewandelt. Wir stehen einer multimedialen Angstindustrie gegenüber, die im Einklang mit diesen ganzen Panikorchesters der Lauterbachs, Braun, Spahn, Söders, Wielers, Drostens und wie sie
alle heißen, die nur systematisch Angst und Panik in diesem Land verbreiten. Und genau diese Angst und Panik mit Schrecken, da fragt man sich, so wird seit Jahren hier in diesem Land mittlerweile Politik gemacht. Zum Beispiel Angst vor der Kernenergie, Angst vor der Klimaapokalypse, der Vogel- und Schweinegrippe, dem Verbrennen im Höhlenfeuer der Erderwärmung, den fossilen Brennstoffen, vor Covid-19 und besonders in der Klimapolitik ist es ja geradezu mittlerweile, hat es ja geradezu mittlerweile religiöse Dimensionen angenommen in diesem Land. Denn die Glaubensgrundsätze vergangener Jahrhunderte sind von einer grünen Ersatzreligion abgelöst worden. Die Schuld, also unsere Schuld unserer Lebensweise, die wird uns zugewiesen und der Ablasshandel in Form von CO2-Steuer gewährt. Verbote dominieren dieses kranke Denken. Und es wird alles Mögliche verteufelt. Mittlerweile wird man sich nicht mehr wundern müssen, wenn wir bald Fleisch in der Apotheke nur noch auf Rezept bekommen, liebe Freunde. Und die Gretas und die Luisas dieser Welt sind von dieser Angstindustrie überall und allgegenwärtig. Und da fragt man sich wirklich, ob hier Herbert Grönemeyer recht hatte in seinem Lied, die Kinder an der Macht, wir haben diese Kinder mittlerweile an der Macht, das sind Kindsköpfe, die uns in diesem Land regieren, liebe Freunde. Und deshalb müssen wir aufhören, wir müssen laut und deutlich auch hier rufen, stopp, stopp diesen alltäglichen Wahnsinn, diesen Irrsinn von Panikmache, von Angstmache, von Gender- und Corona-Ideologien. Wir wissen nun, dass auch die Impfung nicht vor einer Infektion schützt, wie es die aktuelle Oxford-Studie auch besagt. Und stopp diese Lügen und Verzerrungen, die Plattitüden, wie wir schaffen das, was in der Sprache der Wahrheit eigentlich nur heißt, ihr sollt es schaffen, ihr müsst es schaffen. Und liebe Freunde, ich will es nochmal auf den Punkt bringen. Die Alternative für Deutschland ist die letzte Chance für unser Land, den Karren wirklich noch aus dem Dreck zu ziehen. Denn was erleben wir in der sogenannten Klimapolitik, der sogenannten Klimaschützer, wird ja häufig auch in unserem Land von Kipppunkten gesprochen. Und diese Kipppunkte sind in unserem Land längst eingetreten. Schon die chaotische Politik nach dem Unglück in Fukushima, die abrupte Kehrtwende der Kanzlerin, die Monate vorher noch jeglichen frühzeitigen Ausstieg aus der Kernenergie abgelehnt hat. Schon damals, also 2011, hatten wir einen der ersten Kipppunkte unseres Landes verursacht durch die Regierenden. Und spätestens 2015 ist unser Land dann endgültig gekippt. Die Entscheidung von Frau Merkel, unsere Grenzen zu öffnen, unser Deutschland einen unkontrollierten Migrantenstrom auszusetzen, hat unsere Gesellschaft und Europa bis heute gespalten, liebe Freunde. Ja, und auch die anderen Kabinettsmitglieder und große Teile des politischen Personals der Altparteien im Bund und Land, hier ja auch in Bayern, haben dazu beigetragen, eine Schneise der Verwüstung durch unser Land zu ziehen. Und die Fähigkeit zum Krisenmanagement in dieser schrecklichen Flutkatastrophe hat sie eigentlich gezeigt und im Umgang mit Corona sowieso. Unter der Führung von Angela Merkel fand und findet eine Abkehr von Kompetenzsteuerung hin zu einer selbstverherrlichenden Wirklichkeitsverweigerung statt. Und schauen wir uns einmal, liebe Freunde, auch an, was die Merkel-Regierung gerade aus dem Bereich getan hat, und in dem ich herstamme, aus dem Mittelstand, aus dem Handwerk. Sie lähmt die kleinen und mittelständischen Unternehmen mit ihrer Überregulierung und Überbürokratisierung. Sie bringen damit die Betriebe an den Rand der Existenz und auch alle Arbeiter, die dort ihr Brot verdienen. Und genau diesen unheilvollen Trend müssen wir stoppen, liebe Freunde. Denn unter diesen Bedingungen hat auch in diesem Land eigentlich gar keiner mehr Lust, eine Firma zu gründen, ein Unternehmen zu gründen, überhaupt noch arbeiten zu gehen. Das System der sozialen Marktwirtschaft wurde nämlich in diesem Land endgültig begraben, liebe Freunde. Und was erleben wir? Und was wollen vor allen Dingen Mittelstand und Handwerk nach 14 Jahren Misswirtschaft? Was wollen sie? Redet mit den Gastwirten, redet mit den Hotelangestellten, mit der Gastronomie, mit den Hoteliers. Jeder sagt mir und weiß es nicht, was ist dieses Jahr Weihnachten? Kann ich jetzt schon Ware bestellen? Kann ich meine Kühltruhen befüllen? Kann ich mein Bier bestellen? Wenn letztes Weihnachten musste die Hälfte weggeschmissen werden. Niemand hat es bezahlt. Auch das ist das, was die Unternehmen endlich wissen wollen, was sie auch in diesem Land brauchen. Und das ist als allererstes Planung.
Planungssicherheit, die gibt es mittlerweile nicht. Wir wissen nicht, ob nicht bald der vierte Lockdown schon kommt. Es wird ja schon angedeutet. Hinter unseren Rücken, unter dem Vorwand der Bundestagswahl, wird noch abgewartet. Ich bin gespannt, was in 14 Tagen in diesem Land los ist. Wir werden es erleben. Es wird wieder passieren. Es wird wieder Lockdown geben und es wird wieder einen Spalt in unsere Gesellschaft führen. Und dafür müssen wir kämpfen. Das darf nicht nochmal passieren, liebe Freunde. Und genau für diese Leute, für die, die jeden Tag arbeiten, macht die AfD auch Politik. Für alle, die an der Wertschöpfung unserer Gesellschaft mitarbeiten. Und für alle, die jeden Tag auch die deutschen guten Tugenden, die deutschen Tugenden. Auch das ist ein Wort, was ja die CDU, CSU mal in ihrem Munde trug, aber nie wieder in ihrem Munde tragen kann wahrscheinlich. Die deutschen Tugenden, das fängt an vom Kindergarten, von der Schule, aber natürlich auch auf dem Arbeitsplatz, was niemand mehr in den Mund nehmen möchte. Und das ist Ehrlichkeit, das ist Fleiß, das ist Pünktlichkeit und Streben. Und das müssen wir und das muss vor allen Dingen die Schule endlich auch wieder vorleben. Das brauchen wir in diesem Land, liebe Freunde. Ja, und jetzt schauen wir uns mal an, auch unser Wahlprogramm, auch unsere Konzepte gibt es natürlich nicht zum Nulltarif. Auch das ist klar, das muss man ehrlich sagen. Alles politisches Handeln kann auch nur Rahmenbedingungen setzen und das kostet Geld. Aber schauen wir uns an, in unserem Land hat sich ja mittlerweile ein Trend eingeschlichen, ständig nur die Einnahmenseite im Blick zu haben. Und wir kennen es ja nur alle zu gut. Neue höhere Steuern, Sozialabgaben gepaart mit einem unübersehbaren Regelwerk an Vorschriften und Verordnungen, besonders natürlich aus Europa. Und weil wir von der Alternative für Deutschland seriös argumentieren, kann ich auch heute niemand mehr Erleichterungen für die nächsten Jahre, vor allen Dingen für die zukünftigen Bundesregierungen, egal wie die im Übrigen aussehen, ich bin ja, am liebsten hätte ich aber die alle Altparteien zusammen die Koalition machen, weil im Endeffekt ein Unterschied zwischen denen, ob sie nun SPD wählen, CDU, CSU oder die Grünen oder am schlimmsten noch die FDP, ist völlig egal. Sie kriegen immer Rot-Grün. Das ist egal, was sie dort wählen. Deswegen, genau deswegen muss man sich auch hier mal klar die Frage stellen, was eigentlich die Programmatik dieser Parteien ist. Und es ist nochmal klar zu sagen, auch hier, der Bürger Zitrone, die Zitrone ist der Bürger, die ist eben nicht weiter auszuquetschen, da ist kaum noch Saft drin. Und deswegen müssen wir uns endlich auch mal die Ausgabenseite des Staates anschauen. Darüber redet in diesem Land nämlich niemand. Wenn die Einnahmen nicht reichen, müssen Steuern erhöht werden oder wird eine neue Steuer eingeführt, wie zum Beispiel die CO2-Steuer. Und genau das ist aber diese unverantwortliche Politik, ständig nur die Einnahmenseite immer wieder mit Sozialabgaben erhöhen zu wollen. Und ich will, dass diese Ausgabenseite konsequent hinterfragt und analysiert wird. Und deswegen brauchen wir in diesem Land endlich mal einen ehrlichen Kassensturz. Das ist wichtig, damit wir sehen, was sind die Einnahmen und was sind die Ausgaben. Und wir wollen wissen, für was die Steuergelder ausgegeben werden im In- und vor allen im Ausland. Denn die Belastungen der Bürger werden auch durch die kommenden Erhöhungen der Kranken-, Renten-, Pflegeversicherung, alles Kassenbeiträge, die nicht mehr gedeckt sind, wo Steuergelder gebraucht werden, die müssen wir aufdecken und wir wollen wissen, was sind die Kosten, vor allen Dingen, an wen gehen diese Gelder. Noch dazu kommen weitere Belastungen durch die Inflation. Wir haben aktuell eine Inflationsrate von 4, wenn nicht sogar 5%, in einigen Bereichen im Bau, im Mittelstand von 10 bis 20%. Das sind Preissteigerungen, die man sich hätte vor 4, 5 Jahren nicht vorstellen können. Und auch das werden wir nächstes Jahr natürlich alle spüren. Und deshalb muss ich sagen, müssen wir diesen Kassensturz durchführen und auch mal die Ausgabenseite beziehen. Und dann gucken wir uns mal die Ausgaben an, wo wir auch sparen könnten. Das wären zum Beispiel die Migrationskosten in diesem Land, die bei 40 bis 60 Milliarden Euro pro Jahr liegen. Pro Jahr. Das ist einfach ein Wahnsinn. Oder die zusätzlichen Kosten an diese EU. 20, 30 Milliarden zusätzlich, weil Großbritannien ausgestiegen ist, übernimmt Deutschland. Auch das unfassbar, dass sich diese EU auf dieser Grundlage nicht reformieren will. Oder ein kleinerer Betrag, aber immer noch groß genug, 550 Millionen Euro jedes Jahr an Kindergeld ins EU-Ausland, an Kinder, die nie Deutschland betreten haben, die nie deutsche Staatsbürger sind, die wahrscheinlich nicht mal existent sind, liebe Freunde.
Und allein das sind 100 Milliarden Euro Einsparung oder wären 100 Milliarden Euro Einsparung bei 800 Milliarden Steuereinnahmen pro Jahr. Also es ist möglich und im Gegenzug schafft diese unsägliche CO2-Steuer ab, schafft diesen EEG-Schwachsinn ab, weil das kostet die Bürger, das kostet den Mittelstand, das kostet den Familien nächstes Jahr ein Heidengeld und wir werden es erleben, auch das ist schon angekündigt, eine Strompreiserhöhung von 3 Cent die Kilowattstunde für nächstes Jahr. Und dann werdet ihr erleben, wer rot-grün wählt, wird erleben, vor allen Dingen für die vielen Pendler, dann sind die 2 Euro, 2,50 Euro an den Zapfsäulen Realität, liebe Freunde. Das müsst ihr wissen, wenn ihr am 26. September wählen geht. Und deshalb kann es nur eine Alternative geben am 26. September. Und darum bitte ich euch, beide Stimmen der AfD, die Erststimme Gerrit Huy, die Zweitstimme der AfD. Und ich denke, wir werden für euch weiter in Bayern, aber auch im Bund verantwortungsvolle Politik machen. Verantwortungspolitik für die Bürger, für die, die arbeiten gehen, für die Rentner, die gearbeitet haben und für die Kinder, die noch arbeiten werden. In diesem Sinne, alles Gute, wählt am 26. die AfD. Vielen Dank.